Hallo und willkommen zu einem Beispiel zum Erfassen der Geschwindigkeit. Der zurückgelegte Weg eines Autos kann näherungsweise durch die Funktion S2 beschrieben werden, wobei t die Zeit in Minuten und S2 von t der zurückgelegte Weg zur Zeit t in Kilometern ist. Überprüfen Sie nachweislich, ob die Geschwindigkeit dieses Autos zu Beginn des angegebenen Zeitintervalls 0 ist. Dazu müssen wir nun wissen, dass die Geschwindigkeit dieses Autos sich als Ableitung der Wegzeitfunktion ergibt. In unserem Fall also S2' von t und ich benenne nun auch die Geschwindigkeitszeitfunktion mit V2 von t. Bilden wir also die erste Ableitung der gegebenen Wegzeitfunktion. Wir haben es hier zu tun mit einer Polynomfunktion. Minus 1 Drittel mal t hoch 3 ergibt abgeleitet 3 mal minus 1 Drittel, also minus 1 mal t Quadrat oder kurz minus t Quadrat. 2 mal t Quadrat abgeleitet ergibt 2 mal 2 ist 4 mal t. Und letztlich noch plus 1 Drittel mal t, das ergibt abgeleitet 1 Drittel. Wie man nun also sehr schnell erkennen kann, ist die erste Ableitung an der Stelle 0 gleich 1 Drittel. Es ist also die Geschwindigkeit zu Beginn des Intervalls nicht 0.